Gymnastik versucht, das Training im Fitnesscenter vollumfänglich zu digitalisieren. Heute sind wir noch mit dem Trainingsplan auf Papier unterwegs und das ist sehr mühsam. Wir bringen das Ganze aufs Smartphone und vernetzen die Trainingsgeräte so, dass sie das Ganze automatisch aufzeichnen im Prinzip. Die Kunden von Kinestic sind die Fitnesscenter. Bis anhin hat der Trainierende immer alles auf dem Blatt Papier festgehalten und das verschwand dann irgendwie in einem Archiv. Also das Center hatte keine Informationen zum Training des Trainierenden. Und was wir natürlich jetzt mit dem Digitalisieren vom Fitnesscenter, vom Trainingspark eigentlich liefern können, ist genau, wer hat wann trainiert, wo trainiert, wie viel trainiert, hat er richtig oder falsch trainiert. Und das ist eigentlich die Information, die ein Fitnesscenter gut gebrauchen kann, um ihre internen Services zu verbessern. Zülke hat gemeinsam mit uns den Prototypen entwickelt, das ganze Konzept davor auch entwickelt, getestet. Wir haben verschiedene Dinge ausprobiert und am Schluss hatten wir rund 60 Prototypen, womit wir ein ganzes Fitnesscenter ein erstes Mal ausrüsten konnten. Der SmartPin löst zwei Aufgaben. Zum einen zählt er die Anzahl Hübe an der Kraftmaschine, zum anderen bestimmt er das Gewicht, das eingestellt ist. Die Anzahl Hübe wird gezählt durch einen Bewegungssensor im SmartPin. Das Gewicht wird bestimmt durch verschiedene RFID-Tags auf den verschiedenen Gewichtsplatten, welche dann ausgelesen werden durch einen RFID-Reader im SmartPin. Die Zusammenarbeit mit Zülke war wirklich super. Es war schön zu sehen, dass ein großer Betrieb wie Zülke mit einem kleinen Startup wie uns zusammenarbeiten kann und damit man sich auch auf Augenhöhe begegnet. Das war uns sehr wichtig und das war bei Zülke wirklich speziell. Aktuell nutzen es etwa 2 Dutzend Personen das System und testen es. Das sind unsere Testpersonen im Beta-Test. Als nächstes rüsten wir ein weiteres Center aus von einem größeren Kunden in der Schweiz und wir begeben uns gerade auf Investorensuche, um das Ganze dann weltweit zu skalieren.